So. Dann schauen wir doch mal hier. Die Mahlstrom-Arena wird eher nicht so mein Ding sein, vermute ich mal. Also da brauchen wir nicht hin. Aber den Helm für den Herrn Uztabix, den könnten wir uns ja mal endlich besorgen. Was ich vermute. Warte mal, was war denn da gerade gestanden? Was war denn das mit den Fällen? Mit den Wasserfällen? Aber irgendeine Message, irgendwas? War doch mit den Fällen. Na gut. Nein, also diese Mahlstrom-Geschichte, das ist irgendwie so ein Dungeon-Ding, oder? Da müsste man dann mal gucken, ob man da wirklich, auch alleine, die etwas anspruchsvolleren Dinge, also nicht jetzt und heute, mit Level, bin ich jetzt 16, sondern wenn du dann mal Max-Level hast, ob man dann nicht auch diese Sachen machen kann. Spinnenei. Aber ja, Mahlstrom. Lassen wir mal außen vor. Wir könnten mal hinlaufen. Um mal zu schauen, ob das sich wirklich wie so eine Art Instanzeingang anfühlt. Aber hier ist zum Beispiel auch ein Buch, den Leitfaden für schmutziges Kämpfen. Also man sollte sich schon beim Kämpfen auch mal waschen. Die Kommode. Hier gibt es ja auch da lecker Sachen, aber... Ach, hier geht's runter. Ja, da stehen sie. Ein 270er und ein Gefährte. Ja. Also ich sollte einfach meine Finger davon lassen. Links klickt, um euch hierhin zurückzurufen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich bin doch schon da. Gut, dann let's go back. Wir finden jetzt den Helm. Los, auf dem Suche nach dem Helm. Soll ich hier schon reiten? Jawohl. Let's ride. Ja. Ich gebe Vollgas. Volles Vollgas gebe ich. Wir wollen also ein bisschen rechts rum. Eisenerz abbauen. Ja. Aber die Spinne macht uns den Strich durch die Rechnung. Wo ist denn nochmal? Dankeschön. Hier sind auch schon wieder irgendwelche Ruinen und da stehen auch Gegner, wenn ich das sehe. Ah, da gibt's hier lecker Runensteine zum Abbauen. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Wir dann unsere Berufe noch ein bisschen pushen. Feineisen. Haben wir schon mal Feineisen gesehen? Ich habe noch kein Feineisen gesehen. Also noch kein abgebaut. Nicht in diese Spielrunde. Hm. Ich will da hin, oder? Hier hin. Na dann, lauf da halt auch hin. Ist das Problem? Let's go! Das ist noch mehr Feineisen. Wieso habe ich denn jetzt auf einmal hier Feineisen, das ich abbauen kann? Liegt das jetzt an der, an dem Gebiet? Oder liegt das an meinem Skill? Du, warum bist du so viel schneller als ich? Der Riese schaut riesig aus.
Da ist noch irgendwas Blaues. Lässt du mich in Ruhe? Traumreise. Anscheinend lassen sie mich in Ruhe. Oh, hier ist so ein... Das war irgendwie in einem der Singleplayer-Spiele sehr wertvoll, weil man da irgendwie so plus 1 Tränke machen konnte, also permanentes plus 1. Der Ton. Immer am Wasser. Ach, waren das noch Zeiten. Hier haben wir die Harpie. Da wollen wir jetzt aber nichts. Und da kann ich wohl einen Quester nehmen, weil ich habe den Kummer entdeckt. Also wenn du mal hergehst und den Kummer entdeckst, ja. Dieser verfluchte Berg wird noch mein Tod sein. Und der Berg? Ich erfriere hier draußen. Ja, dann solltest du mal reingehen. Ja, Stippens. Oh, hervorragend. Mehr Futter für den Berg. Ich schätze, das bedeutet, dass wir jetzt noch einen weiteren Anlauf unternehmen, diesen verfluchten Gipfel zu erreichen. Geht und sprecht mit meiner Herrin. Ja. Sie sollte jetzt jeden Augenblick den Pfad herunterkommen. Erreichen des Gipfels? Das ist der Kummer. Der Kummer. Ein passender Name, oder? Das Haus des Ruhms, der Orsima, hat die Dienste meiner Fürstin angeworben, um den Schrein von Toruk Groigron zu finden. Okay. Angeblich soll er auf diesem schneebedeckten Gipfel liegen. Seit Jahren hat niemand mehr versucht, diesen Berg zu erklimmen. Außer uns eben. Gibt's da ein Problem? Nur wenn ihr wilde Bestien beißenden Wind und herabstürzendes Eis als Probleme anseht. Nö. Wir haben schon 3 Versuche hinter uns, diesen Berg zu besteigen, aber jeder neue Fehlschlag war noch spektakulärer als der vorherige. Fürstin Laurent könnte wirklich eure Hilfe gebrauchen, falls ihr Interesse habt. Ja, ich spreche mal mit ihr. Diese Expedition hat sich als problematischer herausgestellt, als Fürstin Laurent es erwartet hatte. Ich sage es ja nur ungern, aber ich glaube, der Kummer könnte womöglich eine Nummer zu groß für sie sein. Wer ist denn diese Fürstin? Eine berühmte Schatzjägerin. Oh. Ihr habt sicher schon von ihr gehört. Nö. Wir reisen durch die Lande und suchen nach verborgenen Schätzen, geheimen Relikten und anderen mystischen Dingen. Die mystischen. Ich darf euch leider nicht allzu viel über unsere Arbeit preisgeben, aber sie ist sehr wichtig. Okay. Wer das ist Haus des Ruhms, der Orsima. Es ist das angehende Museum von Orsinium. Man hat Fachleute wie meine Herren angeheuert, um die Gegend nach uralten Relikten zu durchkämmen, die etwas mit Vrodgars Geschichte zu tun haben, um sie auszustellen. Sofort hat man etwas Kultur für die Vergnügungsreisenden, wisst ihr. Na dann, bestimmtes Relikt? Den Legenden nach wurde dem Gründer Orsiniums ein mächtiges Relikt mit ins Grab gegeben. Meine Herrin hofft, in Toruks Schrein Toruks Armband zu finden. Jenen Armreif, der ihm die Macht verlieh, die Wildnis zu zähmen. Jetzt müsste Karstun nur noch aufhören, sich immerzu mit ihr zu streiten. Wer ist denn jetzt wieder Karstun? Karstun arbeitet für das Museum und diente als unser Verbindungsmann und Kulturexperte. Es hat sich herausgestellt, dass er und meine Herrin in sehr vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sind. Ich fürchte, er beginnt wirklich ernsthaft damit, Fürstin Laurents Geduld auf die Probe zu stellen. Okay, Karstun, ja. So Grusch? Zum Vergessen mit dem Alm. Besorgt mir wer eine Schiene. Ich habe es satt, hier nur rumzusitzen und... Ah! Geht's euch gut? Ja, ich fühle mich wie der götterverdammte Frühling. Seht ihr das denn nicht? Ja, so schaust du aus. Natürlich geht es mir nicht gut. Nicht gut, auch. Dieser verdammte Berg macht sich über uns lustig. Oh Gott, das tut mir leid. Nicht euer Fehler. Dieser Berg hat etwas an sich, als ob er besessen wäre. Okay. Er will nicht, dass wir es raufschaffen. Aber da soll er sich ins Vergessen scheren. Wenn ich einen verdammten Berg erklimmen möchte, dann erklimme ich ihn auch. Hier schreibt kein Felshaufen vor, was ich zu tun habe. Okay, was ist da oben geschehen? Lawinen. Lawinen. Wir hatten bereits ein paar Träger verloren, bevor wir auch nur den zweiten Marker erreichten. Wir sind fast eingefroren worden. Beim dritten Marker waren wir nur noch bei halber Stärke. Und kurz vor dem vierten wurde es so richtig finster. Boah, ist das spannend. Es war eine Sauerei. Ach so. Schnee, Hagel, Wind, Eis. Ich fürchtete schon, der ganze verdammte Berg würde einstürzen. Ich wurde 5 oder 6 Mal getroffen, bevor wir den Schwanz einzogen. Ja. Ich habe mir ein paar Rippen gebrochen. Ein Schlüsselbein wohl auch. Doch das wird mich nicht aufhalten. Ich werde diesen Berg schon noch bezwingen. Na dann, Schluckrusch.
Rockbomb, du hast sicherlich eine ähnliche Geschichte zu erzählen, oder? Ich habe eigentlich keinen Bock auf Klettern. So hoch schaut der Berg gar nicht aus. Der Kummer. Weiß ich nicht, soll ich jetzt nicht lieber erstmal mich um meinen Stabix-Helm kümmern? Irgendwie schon, oder? Stabix-Helm. Oder ist der im Kummer drin? Könnte ich mir gut vorstellen. Würde Sinn machen. Okay, sprecht mit Fürstin Laurent. Spreche ich mal mit der. Hier gibt's was zu lesen. Wo laufe ich denn da jetzt hin, dass ich mit der spreche? Die ist da oben, oder? Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich über den Weg. Das macht total Sinn. Dass ich da den Weg nehmen muss. Ja, fallt ihr nur von oben runter. Kein Problem. Und hier ist mein geliebtes Zinn. Ah, nee. Du. Mach das. Ich mach doch das auch nicht. So. Da steht sie. Clarissa. Verdammt sollt ihr sein, Kastun. Ja. Soll ich denn eine große Entdeckung machen, wenn ihr... Oh, hallo. Ja, hallo. Seid ihr aus dem Haus der schmutzigen Einzelheiten? Der glorreichen Orks? Der... Oh, ihr wisst schon, was ich meine. Nee. Das Ork-Museum. Ja. Habt ihr die zusätzliche Hilfe mitgebracht, nach der ich verlangt hatte? Ich bin total allein. Nur ihr? Ja, nur wir. Nun, ich hatte durchaus auf Träger, Führer und all sowas gehofft. Doch ich schätze, dass ihr eben reichen müsst. Na dann. Ich werde ein paar Änderungen an meinem Plan vornehmen müssen. Aber diesmal werden wir den Gipfel des Kummers erreichen. Okay. Da bin ich mir sicher. Was war letztes Mal? Ihr meint die letzten drei Male. Oh. Wir schlugen ein Lager auf, doch die Harpyien und die eisigen Winde haben uns jedes Mal zurückgeworfen, als wir höher hinaufkletterten. Ja, ein paar Orks sind sogar schnurstracks in eine Schlucht gelaufen, weil sie im Nebel nicht mehr die Hand vor Augen sehen konnten. Ach, das macht mich alles so wütend. Wie kann ich helfen? Fürs Erste solltet ihr dort hinauf und euch Karstun vorstellen, während ich nach meinem faulen Diener Stibbons schaue. Der war da oben. Wir treffen euch da oben. Und erinnert Karstun daran, wer diese Expedition hier eigentlich leitet. Er kann manchmal so widerborstlich sein. Ich gehe mich dann Karstun vorstellen. Warum seid ihr noch hier? Braucht ihr etwa eine Wegbeschreibung oder sowas? Was macht denn den Schrein eines toten Orks so wichtig? Wir reden hier nicht von irgendeinem toten Ork. Ach so. Dies ist Toruks Schrein. Toruk. Nicht nur war er der Gründer des ursprünglichen Orsiniums, sondern er war auch der Besitzer von Toruks Armband. Toruks Wisst Armband. Ihr eigentlich, wie sehr mein Ansehen steigen wird, wenn ich dieses Relikt berge? Nee. Den von mir studierten Schriftrollenfragment zufolge ist Toruks Armband ein magischer Armreif, der über und über mit Edelsteinen besetzt ist. Gut. Dank seiner Macht war Toruk in der Lage, die Wildnis zu zähmen. Mhm. Es erlaubte den alten Orks, die erste Stadt zu gründen, die den Namen Orsinium trug. Okay. Schriftrollenfragment studiert? Das Museum in Orsinium stellt es aus. Ach so. Es enthält nur ein paar wenige Worte in der alten Sprache der Orks. Doch ich konnte mir einigermaßen einen Reim auf sie machen. Einen Reim. Da ist die Rede von einem Armband, dem Schrein und etwas namens Kuss des Kummers. Klingt das nicht romantisch? Nee, das glaube ich nicht, dass das romantisch ist. Ich glaube eher, dass das feste Aua machen kann. Da ist aber einer schnell unterwegs. Wo muss ich denn hin?
Ich habe jetzt hier so ein paar Sachen schon gelernt. Das heißt, ich könnte mal wieder was analysieren gehen. So. Karstum ist wohl hier drin. Im Pfad zum Kummer. Ist eigentlich mehr so ein Begräbnisberg hier. Stand da gerade. Tja, was hast du denn zu erzählen? Karstum. Wer im Namen von Malakats Strippenhauer seid ihr? Wisst ihr nicht, dass dies heiliger Boden ist? Hm. Außerdem ist dies einer der gefährlichsten Orte in ganz Vodka. Ihr solltet nicht hier oben herumlaufen. Also. Oh, hat sie das. Hm. Ich hoffe, ihr wisst, was da auf euch zukommt. Nö. Harpien und Oger sind schon schlimm genug. Doch die wahre Herausforderung des Kummers ist der Berg selbst. Okay. Der Wind schneidet wie ein Schwert. Und die eisigen Nebel blenden einen. Doch das ist noch nicht das Übelste. Was könnte denn noch schlimmer sein? Lawinen. Der Kummer setzt Schnee und Eis wie schreckliche Waffen ein. Ich habe gesehen, wie starke Orks von seiner Flanke gefegt wurden, als würde eine Kuh mit dem Schweif nach Fliegen schlagen. Wir haben es dreimal versucht und den Großteil unserer Expedition verloren. Außer uns ist niemand mehr übrig. Ja dann, warum frage ich dann, hat sonst jemand überlebt? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Wir haben es kaum bis hierher geschafft, bevor wir auch schon von den anderen getrennt wurden. Wenn ihr nach unseren Verbündeten suchen könntet, wäre das sehr hilfreich. Trotzdem müssen wir Turoks Schrein finden, oder all diese Opfer werden umsonst gewesen sein. Verschwundene Expeditionen. Sie sind gute Orks. Allesamt. Hervorragende Kletterer. Aber der Kummer ist kein gewöhnlicher Berg. Der beste Weg, um sie zu finden? Sie sollten Markierungen angebracht haben, um Lawinengebiete anzuzeigen. Folgt einfach diesen Markierungen. Okay. Erzähl mal was über den Kummer. Der Kummer mag zwar nicht der höchste Berg in Tamriel sein, aber ganz sicher einer der tödlichsten. Deswegen haben die alten Orks an seinen Klippen ein Denkmal für ihre Champions erbaut. Je höher das Grabmal liegt, desto größer das Opfer und das Ansehen. Na gut, was willst du hier oben? Wir suchen nach dem Schrein des großen Ork-Helden Toruk Groigon. Die Legenden erzählen davon, dass Toruks Schrein ganz oben auf der Spitze des Berges zu finden ist, wie es dem Gründer des ursprünglichen Orsiniums zusteht. Doch er ist so weit oben, dass nichts dort überleben kann. Das klingt gefährlich. Aber ja, wir haben schon dreimal versucht, dort hinaufzukommen. Wir haben den Rest der Expedition verloren und mussten auch schon wieder umkehren, kaum dass wir ein paar Schritte aus dem Basislager gemacht hatten. Doch all diese Gefahren sind es wert, wenn wir wirklich Toruks legendäre Relikte finden können. Was ist eure Rolle? Ich arbeite für das neu gegründete Museum von Orsinium. Ich bin der dortige Fachmann für die Zeit Toruks. Okay. Daher hat mich das Museum auch losgeschickt, um Fürstin Laurent und ihren Diener zu unterstützen. Ich hatte schon immer davon geträumt, den Schrein einmal zu besuchen. Und deshalb habe ich mich sofort auf diese Gelegenheit gestürzt. Was will die Laurent? Ihr Ruf hat ihr die Aufmerksamkeit des Museums eingebracht. Und sie liebt es einfach, in alten Grabmälern herumzuscharren. Sie hat ein besonderes Interesse an einem alten Textfragment, das den Kuss des Kummers erwähnt. Sie glaubt, es hätte irgendwas mit Toruks Schrein zu tun. Kommt ihr zwei miteinander aus? Anfangs kamen wir gut miteinander zurecht. Wir lieben beide die Geschichte und die Erkundung uralter Orte. Doch diese Frau treibt mich noch in den Wahnsinn. Ihr fehlt jener grundlegende Respekt vor der Vergangenheit, der Gelehrte von Grabräubern unterscheidet. Okay. Ich traue ihrem Urteil einfach nicht. Na, dann lebt mal wohl. Ich gehe jetzt mal nach Überlebenden suchen. Es ist nutzlos, wenn es feucht wird. Das ist ein wirklich guter Punkt, Herren. Ja, die ist schon nervig. Egal. Let's go. Auch wenn es da gerade super windig rauskommt. Gleich als erstes da zwei so Johnnies stehen. Aber wisst ihr was? Wegen euch mache ich nie lange rum. Kommt ihr mal mit. Und ihr kommt mal her. Und dann machen wir hier ein Fest. Ja? Ein Fest. Einfach nicht mich niederschlagen. Das möchte ich nicht. Ich möchte
möchte, dass ihr jetzt tot umfallt, bitte. Und dann du nochmal. Ich da aus dem Hintergrund einfach so mich behalten, ist nicht nett. So, die Ogre sind schon mal Geschichte. In dem Rucksack ist lecker Nickel. Ja, dann gibt es hier noch so Eiswürmchen. Oh, die Lawinen. Die sind sogar für die NPCs gefährlich. Das finde ich ja total geil. Also ja, da werde ich jetzt feste aufpassen auf Lawinen. Den Lawinen sollte man wohl aus dem Weg gehen. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Und noch einer. Achso, du warst noch nicht. Du warst noch nicht. Was ist denn jetzt? Wo bin ich denn da? Das ist ja jetzt irgendwie... Da sitzt irgendwie jemand. Was machst du denn da? Gulon! Ich wusste, dass dieser Berg uns noch umbringt. Ja, natürlich. Also wenn du dich da hinsetzt, bringt er dich um. Aber geh doch einfach wieder und geh rein. Nein, verschwendet eure Zeit nicht. Ich bin erledigt. Na dann. Eine Lawine hat mir beide Beine gebrochen. Aha. Aber ich spüre keinen Schmerz mehr. Der Kummer ist ein strenger Herr und seine Umarmung ist kalt und tödlich. Okay. Wo ist der Rest? Die anderen, sie sind weitergegangen, um sich einen Unterschlupf zu suchen. Schaut nicht so schockiert rein. Ich sterbe. Wenn sie versucht hätten, mir zu helfen, dann hätte keiner von uns überlebt. Geht, findet sie. Sie brauchen eure Hilfe. Mehr als ich. Also gebrochene Beine, du stirbst? Ah ja. Auch noch so, wenn ich dabei bin, oder? Weil du sagst, ja, jetzt habe ich nur mal gewartet, bis er kommt. Und wenn er dann da ist, dann sterbe ich. Na gut. Ist mir auch recht. Hier sind noch Rucksäcke. Oh. Ja, Lawinen sind ja schon böse. Komm, mach dich mal fertig jetzt hier. Ich wollte doch deinen Rucksack noch. Und dann haben wir hier eine schöne Harpie. Die mir noch Rohlederfetzen schuldet. Wir sehen ganz viele Harpien. Und dann haben wir hier noch was Schönes. Und da ist leer. Jetzt wird es dann hier echt unangenehm im Sinne von, ich sieg ja gar nichts mehr. Oh, schnell aus dem Lawine-Bibi raus. Das sind zwei so fette. Warum machst du denn. Oh, warum machst du denn deinen Strahlemann da hin? Ich dachte da gar nicht mehr drin. Ogre. Ja, ich habe kein Ausdauer mehr. Ausgeausdauert. Gut. Es ist hier super windig, aber irgendwelche Leute haben hier eine Hängebrücke hingebaut. Ganz klar. Was machst du denn da mit deiner Hand am Rucksack. Zahnheißkette. Ohne ist leer. Harpie? Ja gut, wenn du mich jetzt schon aggressierst, dann muss ich mich natürlich um dich kümmern. Ansonsten hätte ich dich... Oh! War nicht nur eine. Gleich 5, 6, 7, 8. Noch eine. Mann! Noch eine. Ihr nervt. Ah ja. So. Ohne. Mit Dolch drin. Jetzt habe ich das Schild genommen. Ich wollte das nicht. Ich habe wahrscheinlich wieder keinen Platz. Nimm's. 51. Ja, noch ein bisschen kann ich.
So, es geht hier rein. Dann haben sie da eine Aura. Ja, Ruhe ist jetzt. Links oder rechts? Rechts. Oder? Nee. Hier lang und dann hoch. Da liegt ein... oder ein, kann ich nicht lesen. Toruk ak kratzak. Also lesen kann ich schon, aber verstehen kann ich es nicht. Eine Schraffur. Achso, das ist die Schraffur. Gut. Ja, habe ich die Schraffur. Alle tot, wie ich es befürchtet hatte. Halt, was ist das? Faszinierend. Wie von die Herdmutter? Die Herdmutter. Ein langer Brief. Ja, was ist denn, Karstun? Die meisten Monumente hier oben haben Grabinschriften mit 3 Strophen. Mhm. Das war ein allgemeiner Brauch. Dieser Abrieb scheint die erste Strophe von Toruks Grabinschrift zu sein. Sie ist in Altorkisch geschrieben und verkündet, dass niemand das Ehrenmal betreten kann. Sie haben Toruks Schrein gefunden. Das sieht nicht aus wie ein Schrein. Nun, offensichtlich haben sie den Schrein weiter oben am Berg gefunden. Mhm. Warum sie aber hierher gekommen sind, um zu sterben, weiß ich nicht wirklich. Vielleicht haben sie die Kälte oder fehlende Vorräte wieder nach unten getrieben. Oder sie kamen zurück, um uns zu treffen. Um uns wissen zu lassen, dass sie den Schrein erreicht haben. Was machen wir? Lass diesen Abrieb übersetzen. Ja. Keine Plünderer, keine niederen Orks, bemerkenswert. Wir sollten versuchen, die anderen beiden Strophen zu finden. Wenn ich den ganzen Abschnitt lesen könnte, weist er uns vielleicht den Weg zu Toruks Armband. Danach werden wir sehen. Dann suche ich mal den Rest. Diese armen Orks. Oh. Stebons, sei doch so nett und begrabe sie. Seid nicht albern, sie hatten einen guten Tod. Lasst sie dort, wo sie gefallen sind. Sie zurücklassen einfach so? Wie barbarisch. Orks begraben ihre Toten nicht. Und dies sind die ersten Orks, die seit Generationen auf dem Kummer ruhen werden. Diese Ehre werden wir ihnen nicht nehmen. Nur so unter uns. Ich bin ganz glücklich, dass Karstun entschieden hat, die toten Orks dort zu lassen, wo sie gestorben sind. Verstehe ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihnen bei diesem Boden ordentliche Gräber hätte ausheben sollen. Er ist völlig gefroren. Ja, verstehe ich. Keine Ahnung. Die verbleibenden 2 Strophen finden, da muss ich... diese Richtung, okay, dann laufen wir jetzt davor, dann laufen wir hier ums Eck, dann laufen wir dahinter, da liegen noch Viecher, noch viel mehr Viecher. Und diese Ogre, ne? Wollen wir uns mal über diese Ogre unterhalten. Die scheinen ja sehr gesellig zu sein, weil es gibt jetzt hier nur 4 oder 5 in einer Höhle. Das heißt, die vertragen sich. Ja, auch eine Hierarchie, irgendwie eine Art Zivilisation oder was? Gut, sie sind schon weit auseinander. Wie sieht es denn aus mit der Agro? Ja. Nicht gut, er hat mich erwischt. Das bei wirklich wenig Ausdauer. Gut, ich könnte mal einen Schluck nehmen. Das ist meine Ausdauerregeneration wenig besser. Das heilt uns dir auch nix. Na komm, ich so meinen letzten Rest Magika-Kanonenfutter-Dingsi. Weil hier drin ist Honig und dann dem Honig in der Tasche. Dem Stahlgürtel. Muss ich mich jetzt um dich kümmern, oder was? Mich jetzt um dich.
passieren, wenn ich daneben stehe. So. Kommst du so her? Rang 16 bei Zorn der Morgenröte. Ach Mädel, was machst du denn jetzt hier? Ja, werde ich wohl jetzt da hoch müssen. Kommen jetzt wieder Lawinen. Ja, schaut so aus. In der Tat. So, die Treppe. Die muss ja auch mal jemand gebaut haben. Also ist schon heftig. Ach, ich denke immer, die sind schon tot, dabei sind die gar nicht tot, sondern die gehen nur in den Boden rein und... Orkische Inschrift! Ja, da kann ja kein Mensch lesen, also ich nicht. Dann geht's hinein in Toruks Schrein. Und dann bin ich auch schon drin. Und hier ist ja eigentlich recht... Gibt's jede Menge Tote? Noch eine orkische Inschrift. Schön. Daneben liegt Karstens Übersetzung. Wie hat er die da jetzt schon dahin gekriegt? Noch eine Strophe. Unglaublich. Durok brachte das Armband bis zum Gipfel. Mhm. Aber dieses Wort. Ach, na los, Devon, beeilt euch! Ich folge auf dem Fuße, Herren, wie immer. Ein Apfel. Das ist unerträglich. Devon, das Feuerholz. Ein Feuer. Ein ganz großer. Was hat er denn für ein Problem? Gibt es eine Geheimtür. Fürstin Clarisse Laurent, ich bestehe darauf, dass ihr mir zuhört. Was ist denn? Wovon sprecht ihr, Stebbons? Seht ihr nicht, dass ich versuche... Oh, ich schlage einen strategischen Rückzug vor. Warum? Ich stimme aus ganzem Herzen zu, Herren. Weswegen? Bleiben hier und lassen Karsten und seine Freunde in Ruhe arbeiten, Stebbons. Ich weiß nicht, was du willst. Wegen den paar Orks oder was? Oder nicht Orks, Ogern. Was? Ein Rezept. Kann ich das gleich verfuttern? Jawohl. Ich würde ja mal vermuten, ich muss da lang. Die letzte Inschrift, die ich jetzt finden würde. Da ist sie ja. Ja, und es liegt doch bestimmt hier gleich wieder... Wir haben wohl die dritte Strophe gefunden, Herr. Ja. Ruhe, Stebbons, vielleicht sind noch Ogre in der Nähe. Ogre? Rasch, kannst du, was steht da? Lasst mich mal sehen. Na, lass mich mal sehen. Ruhe gefiel nicht, dass man seinen Schrein nicht auf den Gipfel baute. Er wollte ganz oben ruhen. Mhm. Steht dort etwas über Toruks Armband? Er hat es zum Gipfel getragen. Hier steht, er hätte den Kuss des Kummers auf es gelegt. Mhm. Ja, Zucker. Ich bin sicher, das heißt Kuss. Kuss Good. Des Kummers? Das stand doch auf dem Bruchstück. Klingt das nicht romantisch, mhm. Stebbons? Sehr anrührend, Herren. Seid ihr sicher, dass dort nicht Zugra steht? Ach, Stebbons, im Ernst? Überlass das Übersetzen den Fachleuten. Mhm. In der Zwischenzeit muss ich mit unserer Freundin sprechen. Na dann, Freundin.
Das sind wundervolle Neuigkeiten. Mhm. Um sein eigenes Grabmal vor Plünderern zu verteidigen und seinen Status als Legende unter seinem Volk zu sichern, ist Toruk bis zum Gipfel geklettert. Und er hat sein Relikt mitgenommen. Ja. Nun seid so lieb und geht nach dort oben, um Toruks Armband für mich zu besorgen. Ich soll den Gipfel erklimmen, ja? Darüber haben wir doch schon gesprochen, oder? Ich schwöre es euch, manchmal denke ich, ihr hört nur jedes dritte Wort. Ja. Ihr seid fast so schlimm wie mein Diener Stibbons. Ja, also. Ich gehe jetzt darauf und natürlich, du... Natürlich, so steht es in Stein geschrieben. Mhm, die Stein Uralten haben nie gelogen, wenn sie Worte in Stein meißelten, müsst ihr wissen. Ach so. Das neue Museum wird mit Toruks Armband in seiner Sammlung zu einem der größten Wunder von Tamriel werden. Gipfel gefährlich, yes. Eine Übertreibung, die Unerwünschte vom Erklimmen des Berges abhalten soll. Und selbst wenn es ein Körnchen Wahrheit in dieser Geschichte geben sollte, müsst ihr euch ja nur schnell das Armband schnappen. Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Na klar. Durch die dünne Luft wird es euch vielleicht etwas schwindelig werden, aber das schafft ihr schon. Gut. Karstuns Übersetzung? Ich bin mit Karstun nicht einer Meinung, was viele seiner orkischen Ideen angeht. Doch in diesem Punkt stimmen wir absolut überein. Die richtige Übersetzung lautet Kuss des Kummers. Jetzt geht und besorgt das Armband, während wir nachschauen, was wir noch so an anderen Relikten für das Museum auftreiben können. Na gut. Wahrscheinlich ist der Kuss nur so eine Art Lawine oder so. Ich gehe jetzt, gell? Also, bin dann weg. Kümmert euch nicht um mich. Ich mach das schon. Oh. Irgendwie scheint es wettertechnisch nicht so angenehm zu sein hier oben. Oh. Die Lawinen. Ja, man darf da nicht durchgehen, auch wenn die das Rot weg ist. So. Ist ja nicht mehr weit. Ne? So, schaut's aus. Da stehen welche. Da stehen welche. Eingefrorene. Die Armschiene auf seinem Arm. Na dann nehme ich mir das mal. Vielleicht sollte man es nicht anziehen. Oh. Was war denn das jetzt? Schaut, unsere Freunde sind wieder bei sich. Ich sagte doch, sie sind nicht tot, Stibbons. Und schaut, das muss Toruks Armband sein. Ich weigere mich, euch diesen Plan umsetzen zu lassen, Fürstin Laurent. Im Ernst, Karstun, nicht schon wieder. Wir haben sicher mehr zu bereden. Stibbons, kümmert euch um unsere Freunde. Ihr habt die ganze Aufregung verpasst. Als ihr bewusstlos wart, hatten Fürstin Laurent und unser hilfreicher Ork eine schrecklich hitzige Diskussion über Toruks Armband. Es war ein wundervolles Schauspiel. Also ich war bewusstlos. Das ist die dünne Luft hier oben. Ja, die dünne Luft. Was immer ihr auch getan habt, hat den Sturm abflauen lassen. Mhm. Also sind wir euch hier hochgefolgt. Da begannen Karstun und Fürstin Laurent sich miteinander zu streiten. Na, sowas. Karstun glaubt, der Schrein wäre ein besserer Ausstellungsort für das Armband als das Museum. Wow. Das ist immer so ein Ding. Oh, aber zweifelsohne. Das Museum hat sie eigens angeworben, um solche Relikte zu beschaffen. Und sie will niemanden enttäuschen. Mhm. Vielleicht könntet ihr mit ihnen sprechen. Helft ihnen dabei, sich zu entscheiden, damit wir an einen warmen Ort können. Mhm. Ihr solltet mir lieber das Armband überlassen, damit wir auf der sicheren Seite sind. Ja, na, nimm nur. Und ganz ehrlich, überlasst Karstun, überlasst Fürstin. Ich weiß nicht, was in Karstun gefahren ist. Warum sollte irgendwer den ganzen weiten Weg zum Tempel hinaufklettern wollen, um ein uraltes Relikt anzuschauen, wenn es dafür ein wunderbar drolliges Museum in Orsinium gibt? Ihr seid unterschiedlicher Meinung, ja? Das kann man wohl sagen. Das Museum hat uns eigens damit beauftragt, Relikte zu bergen und nach Orsinium zu bringen. Da ist was Wahres dran. Die Geschichte soll bestaunt werden und nicht in der Vergangenheit verborgen bleiben. Ja. Karstuns Pläne würden bedeuten, dass ich bei meiner Mission versagt habe.
Und Fürstin Laurent versagt nie. Ich rede noch mal vorher mit Karis Thun. Wenn ihr darauf besteht. Du bist mir eigentlich ziemlich wurscht, ob du versagst oder nicht. Ich freue mich, dass ihr Toruks Armband geborgen habt. Mhm. Doch bevor ihr euch entscheidet, was mit dem Relikt geschieht, hört euch bitte erst an, was ich zu sagen habe. Ja, dann erzähl. So sieht es wohl aus. Dieser Schrein ist ein Ehrenmal für unsere ruhmreiche Vergangenheit. Es spricht von einem Zeitalter, als Orks sich nicht davor scheuten, Dutzende Krieger zu opfern, um Denkmäler zu errichten, die von unserer Stärke zeugten. Na dann. Er statuiert genau das Exempel, das neue Orsinium braucht. Aber was willst denn du mit dem Relikt machen? Toruks Armband sollte in seinem Schrein bleiben. Soll jeder Ork den Kummer erklimmen, um ihn zu sehen und zu begreifen, was unsere Vorfahren alles erreichen konnten. So wird das Relikt zu einem Symbol werden, das unser Volk eint. Sicher versteht ihr das doch. Nee, also, das macht keinen Sinn. Selbstverständlich. Entschuldigt, dass ich so gefühlsduselig wurde. Ihr habt den Gipfel erklommen. Ihr habt das Relikt gefunden. Ihr solltet diejenige sein, die entscheidet, was damit geschieht. Seid aber vorsichtig. Fürstin Laurent ist eine geschickte Schmeichlerin und bisweilen grenzt ihre Zielstrebigkeit ans Fahrlässige. Ja, ich mag sie ja auch nicht. Ich weiß nicht, was in Karstun gefahren ist. Das kann aber man nur sagen. Das gehört ins Museum. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Ja, da hast schon du dann. Wird jeder Ork dieses wichtige Relikt im Museum von Orsinium bestaunen können? Na gut. Doch zuerst muss ich sehen, was dieses Wunder überhaupt kann. Oh, Stybons, seid doch so lieb und probiert es einmal das an. Das würde ich jetzt nicht machen, weil die da oben haben sich so... Ein wenig schneller, Stybons. Ich bin ganz gespannt, was das Relikt wirklich macht. Mhm. Aber Herren, was, wenn ich nicht würdig bin? Mhm. Unsinn. Wir haben keine Angst vor Legenden und Aberglauben, oder? Nein, Herren. Natürlich nicht. Tja, und los geht's. Ach, Stibbons, was hast du diesmal getan? Vielleicht hatte euer Diener recht. Vielleicht steht dort doch Fluch des Kummers. Was ist das? Kommt der denn her? Ja. Stibbons findet immer einen Weg, die einfachste Aufgabe in eine große Herausforderung zu verwandeln. Der arme ich Stibbons. Ich glaube, ich diesen Mann weiter anstelle. Was machen wir jetzt? Toruks Armband wird einen Ehrenplatz im Museum in Orsinium erhalten. Ich glaube, ein großes Schild mit der Aufschrift nicht anfassen oder ihr seid unwürdig wäre auch keine schlechte Idee. Gute Idee. Was mit Stibbons? Jemand bei der Magiergilde wird schon in der Lage sein, dabei mitzuhelfen, den armen Stibbons aufzutragen. Ja, hoffe ich doch auch. Vielleicht wird es Wochen dauern, bis ihm wieder warm ist, aber er wird schon überleben. Ja. Doch ihr solltet zufrieden sein. Die Orks werden Dankeshymnen über mich singen. Über dich. Und sie werden sicher auch etwas Nettes über euch sagen. Da bin ich jetzt aber schon froh. So. Was haben wir jetzt hier? Den Handschützer, der... Ja, keine Ahnung, ob ich den anziehe oder nicht. Moment. Dann öffne ich ein Portal zurück zum Basislager. Mhm. Ein Portal? Warum mussten wir dann diesen gefährlichen Aufstieg machen? Teleportation ist eine heikle Sache. Ich kann kein Portal an einen Ort öffnen, den ich nicht kenne. Okay. Da steht ein 632er. Ich werde jetzt das benutzen, oder? Weil, was soll ich sonst hier machen? Ich kann eh nirgendwo mehr hin. Und tschüss. Wupp. Wupp hat's gemacht. Arme Stibbons. Aber war das jetzt... Oh, der steht da. Oh, es ist da umgefallen. Vorsicht, zerschlag meinen Diener nicht. Ja, zerschlag meinen Diener nicht. Ihr Orks geht alles an, als würdet ihr in den Krieg ziehen. Vielleicht möchtet ihr ihn tragen, eure Majestät. Ich hoffe, Karstun kann Stibbons zur Magiergilde zurückbringen. Ja, das hoffe ich doch auch. Ihn zu oft fallen zu lassen. Ich bin mir nicht sicher, was sie noch tun können, wenn der arme Stibbons rissig oder gar in Scherben endet. Jedenfalls nochmal vielen Dank für eure fachkundige Hilfe. Ja, gern geschehen. Karstun, du tust mir echt leid. Ich mache mir ein wenig Sorgen, Stibbons Heil zur Magiergilde zu bekommen. Orks kennen kein Wort für zerbrechlich oder bitte vorsichtig behandeln. Ja. Stibbons, du schaffst es. Karstuns vollständige Übersetzung. Ja.
Abandarala? Leider hat diese keine Mäntel zu verkaufen. Hm. Aber es gibt noch andere Wege, um sich zu wärmen. Was hast du denn anzubieten? Ich würde gerne verkaufen, und zwar angenagten Knochen, eine Stahlkeule. Einfach weil... Ja. Und ein paar Felle. Jo, und reparieren vielleicht auch noch alles. Ist immer gut, wenn es repariert ist. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich sollte mir mal überlegen, so richtig feste, was ich als Lexus mache.